Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Ranch Simulator. Einmal Gesundheit an den Epi, der sich da hinten mit dem Wasser infiziert hat. Das war das Wasser. Nein! was nein? Ich hab's kaputt gemacht. Oh, wenn man Wie Männer ging mal das denn noch? einmal alleine lässt, ne, wenn man eine Aufnahme machen will, das ist schrecklich. So, wir haben ein bisschen zusammengeschaufelt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich weiß schon gar nicht, Monte J, glaube ich. Genau, 761 Dollar haben wir jetzt geholt. Unsere Hühner haben übrigens Nachwuchs bekommen. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Hier vorne wieder ein kleines süßes Küken. Ich muss nur aufpassen, dass ich denen jetzt nicht was über den Kopf hämmer hier. Und wir wollen unsere Scheune heute noch mal ein bisschen erweitern. Deswegen laufe ich hier mal rein. Ein langer, langer Weg. Ich fange erstmal mit den Trögen an, ne? Schatz sagt gar nichts mehr, ist schon Ja, total. doch, doch. Ich habe gerade ein Problem mit dem Wasser. Das ist kaputt. Das geht nicht mehr. Das heißt, Also, wir werden vielleicht doch einen Brunnen noch bauen müssen. wir Moment, ich brauchen mach. den Brunnen. Ja, lass uns den machen, weil wir haben echt kein Wasser. Das ist, glaube ich, das Fass ist irgendwie nicht mehr benutzbar. Ja, das Oder kann sein. Also, da habe ich ja die ganze Zeit gesagt, da müssen wir drauf deshalb muss man achten. das auch kaufen, ja. Also, ich baue erstmal hier die Futtertröge, weil die sind ganz. Oh, sehr schön. Okay, also Wasser ist schon mal drin. Das füllt er automatisch auf. Keine Ahnung wieso. Durch die Pumpe oder so wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt. Ach nee, so teuer ist das hier nicht. Ich würde sagen, einen Stall bauen wir auf jeden Fall schon mal. Oder? Ja. Dass wir. Also Und eine dann, Scheunenbox nennt sich das. genau. So. 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 Naja, alt und verrottet sieht das Ganze dann aus. Die Frage ist jetzt. Soll ich auch die zweite bauen? Ich glaube, der Brunnen hat irgendwas mit 100, 170 oder so gekostet. Ich gehe mal eben rüber. Ja. Ich kann nur nicht laufen, wenn ich in dieser tollen Position bin. Oh, es ist ätzend. So. Das funktioniert echt nicht mehr. Naja, hast jetzt schon hier oben stehen. Ja, dann ist das Ja, wahrscheinlich. Aber probier du mal. musst die Also Sachen normal kann erstmal. das doch. Nee, nee, nimm sie. Bist du jetzt nicht hier? Nee, ich bin hier am Huhn. Ich bin am Huhn. Ich hab nicht viel zu tun. Ja, das glaube ich dir auch so. Boah. Ich stelle die Sachen erstmal zur Seite. Ja, nicht, dass die kaputt gehen, weil ich bin ja auch da reingebackt. Das ist ja das Problem. So. Was ist das eigentlich für ein Riesenfelsen hier? So, jetzt warten wir mal hier. Zack. Ich stelle mich aber ein bisschen außerhalb. Und dann, genau, Brunnen für 100. Zack. Guck mal, unser wunderschöner Brunnen. Der sieht aber schön aus. Ne? Jetzt müssen wir nur mal gucken. Können wir hier irgendwas machen? Warte mal. Spinnen beginnen. Drehe die Maus, um den installierten Eimer anzuheben oder zu sinken. Okay. Ach, du Ja, musst einen ach Eimer so. noch installieren. Wie soll ich die drehen? Wenn ich Kreise mache, geht der nur hoch und runter. Ach so. Ich muss immer weiter nach oben. Du musst. Ist das ätzend. Vor allen Dingen. Hallo? Leute. Ich bewege meine Maus gerade gar nicht mehr. Ich mache gerade. Ich bin wirklich gleich schlecht, ey. Ich kotze gleich. Eh zum Abbrechen, ja bitte. Oh Gott, versuch du das mal. Das ist ja ätzend. Was sollst du denn hier machen überhaupt? Du musst das Ding fixieren und dann E drücken. Ja, habe ich gemacht. Ja, und jetzt versuch mal mit der Maus zu drehen. Also drehen funktioniert nicht, wenn du im Kreis drehst. Du musst nach oben und dann musst du die Maus anheben und von unten wieder nach oben. Aber dann irgendwann Hä? habe ich einen Drehwurm bekommen dabei. Was ist das für eine Scheiße? Ich sag doch, das ist richtig ätzend mit dem Hä, Brunnen. was haben sie denn da gemacht? Also das ist, kann es ja wohl nicht sein, oder? Vor allen Dingen verstehe ich nicht, du gehst jetzt runter. Aber ich verstehe nicht, oder muss ich das vorher vielleicht da dran installieren? Nee. Drücke eh zum. Ach so. Okay. Mach du mal, das ist ja richtig Ja, mach scheiße. du mal. Ich finde das ja so scheiße. Ja, ich Ich komme da auch. gar nicht ran. Wer wollte denn den Brunnen haben? Kann ich dir nicht mehr. Ja, ich nicht. Du hast das Wasser kaputt gemacht, indem du dich mit einem Virus infiziert hast und dann rumniesen warst. Und danach musste ich, da war ich gezwungen, diesen Scheißbrunnen hier zu machen. So, und jetzt haben wir den Salat. Also, wer ist wieder Ach, jetzt schuld? haben Die wir den richtigen Männer. Salat. Jetzt kann ich es aber nicht mehr anvisieren. Oder ist das, weil hier unten Wasser drin ist? Aber da ist doch so wenig Wasser drin. Hä? Das ist jetzt irgendwie seltsam. Was ist jetzt los? Warum kippt das Ding um, wenn ich den nehme?
geht zum Installieren. Wieso steht der jetzt da links, wenn das installiert ist? Aber ich kann das Ding jetzt nicht mehr drehen, verstehe ich nicht. Oder ist das wirklich nur... Bist du da irgendwie noch drin? Nein. Weil ich kann es, wie gesagt, nicht mehr anvisieren. Oder ach doch, warte mal. So, jetzt probier noch mal. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hä, ey, ich frage hier 2000 Mal. Ich bin weggegangen. Wie lange? Wie, kann ich hier da zum Händler gehen und dann bin ich immer noch da drin, oder was? Ey? Was ist das für eine Scheiße? Okay, jetzt hat es ein, zwei Mal funktioniert. Ach, jetzt ist das Ding wieder oben. Okay. Da ist aber trotzdem nur Halbwasser drin. Ich verstehe irgendwie die Logik von diesem Brunnen nicht, ganz ehrlich. Jetzt funktioniert das aber plötzlich mit dem Drehen, hä? Ja, aber auch nur kurz. Dann wieder nicht. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Gibt es da keine Anleitung zu? Ich meine, da ist ja jetzt Wasser drin. Wir kippen jetzt ja, mal das Wasser aus. Ja, aber wo kommt das her? Ja, das war, meine ich, vorher schon drin, aber... Ja, meine ich auch. Deshalb sage ich ja das. Warte mal, kann man hier nicht das Wasser irgendwie... Doch, da haben wir doch auch was zum Einkippen. Oben an den Rohren. So, jetzt ist es leer. Jetzt machen wir mal Probe auf Exempel hier. Jetzt machen wir das da rein. Schon wieder dunkel, ey. Jetzt ist das nämlich leer. Ach, komm schon. So scheiße gemacht. Machst du gerade was? Ich den aber wieder hoch. So. Ja, aber es passiert nichts. Also an dem. Aber da ist auch kein Eimer dran. Deshalb wundert mich das. Ja, den habe ich ja angeblich gerade installiert. So. Ja, aber der ist nicht da dran. Aber da unten ist Wasser drin, das sehe ich. Ach, weil du das eben blockiert hast, geht das nicht. Nein, ist das dein Ernst jetzt? Ich habe gar nichts blockiert. Du, ja, genau. Ich habe es auch gar nicht auf der Aufnahme. So, ich gehe jetzt Bären töten, du kannst mich immer. Jetzt. So, warte, abbrechen. Und jetzt können wir nämlich den Eimer aufheben und den zum Beispiel jetzt hier hinstellen fürs nächste Mal. Jetzt ist er aber auch wirklich voll. Oh, war das jetzt dämlich, ehrlich. Okay, gut. Wir haben aber jetzt... Dass man das fast nicht dahin machen kann, finde ich wir scheiße. Haben noch 400. Soll ich uns noch einen zweiten Stall machen? Dann haben wir quasi erstmal alles komplett, was wir hier haben. Ja. Oh, Mama Huhn hat sich gerade um Baby... Ach so, nee. Hinten den Ausbau haben wir dann noch nicht gemacht, ne? Welchen? Den wollten wir doch eigentlich auch machen. Warte mal, ich mach erstmal hier... Ja, aber wir müssen halt gucken, wir wollen ja auch Dinger kaufen, Schweine, oder... Aber das sind doch keine Schweinegatter, das ist ja eigentlich eher für eine Pferde, aber mach hier die Tür zu und dann... Oder Kühe. So. Müssen wir uns ja dran gewöhnen, dass wir die dass wir die zumachen. Ja, sollen wir jetzt nochmal eine Runde fahren? Wir haben schon 14 Uhr noch was, komm. Pass auf, das hier hinten kostet 125. Soll ich das nur eben schnell machen? Wenn du es nicht sein lassen kannst... So, siehst du? Das ist nämlich genau das, was ich gesagt habe, was wir schon gemacht haben. Nein, das haben wir einmal, ja einmal gemacht, aber das kann man ja bis hier hinten machen noch. Lass das aber mal, wir machen das später weiter, lass uns, oder willst du jetzt erst das fertig bauen? Ach, meinst du, das kann man immer mehr machen, oder wie? Meinst du? Ja. Gott, jetzt war ich so lange hier nicht mehr drin, ist das jetzt, nee, ja, ist Radio, F ist Motor, so. Ich komme hier nicht mehr raus. So. In die Richtung. Wenn ich jetzt hier runter... Boah, es war so klar, wenn ich jetzt runterfahre... Ja, geil, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Nee. Das war ja jetzt voll dämlich. Wer ist denn so dämlich und setzt diesen Felsen da mitten in den Weg rein? Also, wir machen uns auf jeden Fall jetzt nochmal auf und versuchen nochmal ein paar Bären zu erledigen, wenn ich denn das hinkriege, da hinzufahren, heißt das. Und ja, nochmal ein bisschen Geld irgendwie generell hier zu farmen, was natürlich der absolut langweiligste Teil überhaupt in diesem ganzen Spiel ist. Und dann schalten wir euch auf jeden Fall wieder hinzu, wenn wir... Ja, was machen wir dann? Ein Tier kaufen wahrscheinlich, ne? Ja, ein Tier kaufen und der Einzug des ersten Schweins oder so wahrscheinlich.
Ja, wird wahrscheinlich das Beste sein. Dass wir erstmal mit der Schweinerei anfangen. Und ja, den Ausbau, den brauchen wir dann ja nicht nochmal zu machen, weil den haben. Oh, hier ist ein Bär. Den haben wir dann ja schon gezeigt. Bist du auch da? Ich bin sowas von da. Schwein. Ist das ein kleines Schwein denn? Das ist ein Hängebauchschwein, habe ich gerade gekauft. Aber hier ist keins. Schweinchen? Schweinchen? Hast du es schon gekauft? Ja. Sicher? Ja. Ach so. Warte mal. Nee, das ist noch im Warenkorb. Ach, Mann, ey. Oh, vielen Dank für Da den ist es. Einkauf. Du Hallo, kannst Tiere in Schweinchen. einem Auto transportieren. Siehe Autokapazität. Drücke die E-Taste, wenn du mit großen Nutztieren zu tun hast. Sie können dir entweder zu Fuß nach Hause folgen, oder ins Auto klettern, wenn sie sich ihm zuwenden. Also die E-Taste. Wo ist das Schwein denn jetzt? Ich hab's doch schon hier. Ja, du bist aber nicht diejenige, die aufnimmt. Lass los. Ja, das kommt nicht. Ja, du sollst auch Oh. loslassen. Ach, ich lasse es los, bitte. Warte, geht nicht. Enter fortfahren. Warte mal. Ich kann es nicht loslassen. Ich warte. Geh doch mal bitte da weg. Ja, dann mach es doch Mann. einfach. Lass es los. Ja, es geht nicht. Kann es nicht. Jetzt ist es frei. So. Denk mal, ich muss dann erstmal aufmachen, ne? Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt mit dir? Kommst du jetzt hier rein? Du hast doch gerade selber Tier es vorgelesen. transportieren? Zack. So. Hast du alle Der hat ver nichts können wir nichts gesagt. verkaufen Der ist oder was? einfach. Nö. Der ist einfach nur, hat er zugemacht. Ach so, Moment. So. Was war das? Ist hier gerade eine Hase oder was reingegangen? Irgendwas Weißes oder so ist hier gerade rechts rumgesprungen. Ach, jetzt geht das wieder los. Denk dann, du hast ein Schwein hinten drauf, ne? Ja, wenn das kotzen muss, kann ich ja nichts dafür. Wenn die das nicht hinkriegen, dass man mit dem Aber Auto deine vernünftig Arbeit fahren muss ich kann. auch kotzen. Weißt du, du schlägst sogar noch extremer ein hier, wenn du am Fahren bist, aber bist dann darüber am Meckern, wenn jemand anders fährt. Ja, aber machen wir uns mal nichts drunter vor. Es ist eine abartige Art, ein Auto zu steuern hier in diesem Spiel. Also, das ist. Ich habe noch Ja, nie ich so weiß auch eine nicht. schlechte Art und Weise gesehen, wie man Ich meine, es Fahrzeuge gibt ja steuern schon kann. wirklich manche Spiele, die sind sehr merkwürdig vom Steuern her. Aber das ist wirklich, also vom Autofahren jetzt her, ne? So, Heckklappe herausholen. Na, es läuft weg. Hier Es kommt, das weiß geblieben, schon, wo es altes hinlaufen soll. Schweinchen, du. Komm mit. Aber das So. kann's. Ja, du musst erstmal, genau, erstmal die Tür Das aufmachen. kannst du aber auch freilassen dann hier drin. Das Ja. muss ja nicht in so einer Box drin sein, oder? Mach mal vorsichtshalber die Tür zu. Ja, habe Da ich. draußen ist aber nicht. Ach so, nee, das war da hinten zu, ne? Also, es kann hier draußen, kannst nirgendwo rauslaufen, oder? Nein, es kann nicht raus. Wobei, das ist sehr hoch. Also, nein, das kann nicht rauslaufen. Nee, das ist extra hier. Aber wir Warum machst du das jetzt da holen dich rein? jetzt trotzdem mal hier rein. Komm, komm. Das soll Da. doch frei. Das sind Freilufttiere. Freiluft, genau. Wie lasse ich dich? Warte mal. Freilassen. Zack, Tür schließen. Ach so, dann kommt das aber nicht an den Drohkran. Scheiße. Mach's Okay. doch. Ich mach die Tür hier drin zu. Dann kannst du nicht raus heute, weil es ist ja schon dunkel. Dann machen wir hier auf. So. Ja, aber ich muss ja raus erstmal. Ich muss erstmal füttern. Guck mal, da kommt es. So. Oh, guck mal, Schweini. Hallo. Wie heißt du denn, Edgar? 300 kostet das. Oh je. Okay. Das haut glaube ich, ab, das Schwein. Habe ich gerade bezahlt. Und da Was kostet. müssen wir den Futtertrog hier nochmal eben voll machen. Würde ich gerne. Der ist Hallo. voll. Also bei mir ist der komplett voll. Ach so, Hier der ist sieht man doch, dass der automatisch voll. jetzt voll geworden. Ach Ja, so, sicher. okay. Dafür ist das ja ein So, Automatiksystem. Schweini. Schau dich mal um. Das ist dein neues Zuhause. Aber wir müssen Du noch wirst es hier eins holen. gut Die müssen ja haben. Babys machen können. Wir werden dich mästen und dann werden wir dich schlachten. Aber bis Ja, dahin leider. wirst du es hier gut haben. Schlachten tun wir ihn nicht. Ja, danke schön.
Wie schlachten tut wenig? Wofür sind die Schweine denn da? Nein, das machen die. Wir geben es komplett ab. Oder müssen wir es schlachten? Echt? Ach, wir wollten die Eier doch eigentlich noch verkaufen. Das haben wir total Ja, das machen wir beim vergessen. nächsten Mal. Wir müssen jetzt erstmal schlafen gehen. Es ist schon Warte. 0:50 Uhr. Ja, Moment, da ist noch ein Ei. Ich muss das mal eben prüfen. Ich glaube nämlich, wir haben einen Fehler gemacht mit dem Prüfen. Ich glaube, du kannst das nicht. Ja, das ist klar. Hier ist oben Komm, ist auch noch ein nein, Ei. komm, hineinlegen. So. Zack. Jetzt muss ich mal eben in die Hocke gehen. Siehst du? Komm mal eben her. Ich mach mal das Licht aus, Warte. dann sieht man das besser. Aua! Der Hahn hat mich angegriffen, weil Nein, ich das das ist die Ei. Hände. Mach schnell die Nein, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Das ist doch klar, dann ist das wahrscheinlich, also ob es befruchtet ist, weiß ich nicht, aber leg das mal da rein. So, und da steht jetzt 0 Meins ist M oder befruchtet, ich sowas sehe mit. es. Ja. Mein rechtes ist befruchtet. Ja! Ja, mein befruchtetes Ei. Das tue ich wieder Leg weg. das auf jeden Fall wieder da rein, genau. Dann hat es doch nichts mit dem 300 zu tun. Keine Ich Ahnung. tue es ja. Aua. Aber das hier können wir verkaufen, auf jeden Fall. Da ist nichts drin. So. Hineinlegen. Zack. Ja, ist doch gut. Ich mach's doch wieder rein. Ich tue es abhauen. Die ist sauer auf mich. Ja, du hast es doch wieder reingetan. Wieso ist sie immer noch sauer Ja, auf dich, hä? die ist total aggro auf mich. Ich gehe jetzt schlafen. Ich kann die nicht mehr Vor allen abhauen. Dingen, die waren noch am Schlafen. Wieso haben die das mitbekommen? Die will rein. Ey, die kapiert hier vor der Tür. Ich kann gar nicht zu dir reinkommen. Hallo. Komm mal her. Ich bin im Bett. Wieso höre ich jetzt da drin Musik? Was ist das für Ja, ein weil ich Scheiß? Fernseh gucke. So. Pferdesender. Ich habe das jetzt wieder zurück in den Stall gesetzt und mach mal die Tür zu hier. Dann ist das vielleicht nicht mehr so aggro auf dich. So. Also ich hoffe, das hat es bis morgen wieder vergessen. Also wir legen uns jetzt erstmal. Oh, das ist ja. Geht ja gar nicht. Kommst hier rein. Das ganze Haus ist hier am Grölen. Wie willst du denn dabei Und ich schlafen? schlaf, ja, ich Jetzt mal schlaf schon. aus hier. So. Boah, das ist so typisch, ne? Warte mal. So und Die Autos so. haben das Licht noch an, super. Wir sind echt geil, ey. Autos Licht angelassen, Batterie ist morgen los, leer. Nicht los.